bin immer noch keine Elfe, arbeite hart daran. Oder auch nicht. Rapper. Woher kommt Foodkoma? Ich zeig euch das mal. Genug geschnackt. Hallo da draußen, wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich begrüße euch ganz herzlich zur 8. Folge von Lidls veganem Kochstudio. Für Veganer, aber eben nicht nur, sondern für alle, die sich für gesunde Ernährung interessieren und einfach gerne mal was Neues ausprobieren wollen. Und heute auch besonders für alle, die fit werden wollen, ohne dabei auf Genuss zu verzichten. Wir haben da was für euch. Und wir, das sind Timo, unser wandelndes veganes Kochlexikon, und Ralf, der wahrscheinlich athletischste Koch-Azubi Hollywoods, genau, ihr erkennt ihn am Move, und ich, eure Johanna. Wir wollen natürlich alle gesund und fit sein. Die gute Nachricht, das geht natürlich auch mit pflanzlicher Ernährung. Und genau das ist auch heute unser Thema, fit und vegan durch den Tag. Deswegen zeigen wir euch heute, welche veganen Proteinbomben es so gibt, die ihr auch essen könnt, ohne danach direkt mal ins Fresskoma zu fallen. Das kenne ich irgendwie sehr viel und habe nicht wirklich Bock drauf. Du wirst uns hoffentlich da heute mal ein bisschen weiterhelfen, Timo. Und auch du, Ralf, hast wie immer Tipps mitgebracht. Unter anderem gibt es heute das Thema Meal Prep. Wir zeigen euch, warum das komplett Sinn macht und eine richtig gute Idee ist und welche Gerichte sich dafür eignen. Timo, wir fangen mit dir an. Du bist ja nicht nur ein absoluter Spitzenkoch, sondern hast es auch geschafft, dich zu halbieren, seit du dich vegan ernährst. Wie hast du das gemacht? Bist 28 Mal die Woche joggen gegangen, hast einen Personal Trainer engagiert, der groß, breit und aus Hollywood ist? Oder wie war das? Ja, ich warte da noch drauf auf das Angebot vom Ralf, aber er hat gerade eben schon hinter den Kulissen gesagt, das machen wir jetzt im Frühjahr. Auf jeden Fall. Sobald die ersten Sonnenschein wieder hier in Deutschland sind, werden wir beide schön im T-Shirt, im Muskelshirt trainieren. Du warst wirklich doppelt so viel wie jetzt. Das ist ja eine unglaubliche Leistung. Richtig, ja. Ganz viel Bewegung, gesunde Ernährung, viel Proteine. Und aktuell habe ich so mein Zwischenwunschzielgewicht erreicht. Aber wir arbeiten immer noch dran. Also ich bin immer noch keine Elfe, arbeite hart daran. Was wird gekocht? Erzähl mal. Oh, wir machen unglaublich tolle und fluffige Pancakes mit einer Erdnuss-Proteinsoße. Mm. Mm. Dann machen wir einen leichten Snack. Dann machen wir Wirsing Wraps mit einer Bananen-Erdnusssoße. Wirsing Wraps? Mega gut, mega gut. Und dann kommen wir zum Hauptgang oder zur großen Mahlzeit. Da machen wir einen Linsendal. Sehr lecker. Wow. Hört sich richtig gut an. Das sind Proteinbomben. Ja, da kennst du dich richtig gut aus, das weiß ich. Und mit der ersten kleinen Bombe, den Pancakes, legen wir los. Und ich bin sehr gespannt, wer hier in unserer Challenge, was die Pancakes angeht, gewinnt. Ihr habt genau 5 Minuten Zeit und keine Sekunde mehr. Und die läuft ab jetzt. Okay. Ja. Und hat er sich schon wieder eine Küchenmaschine ergaunert oder was? Da blinzelst du einmal nicht hingeguckt. Steht da ein Monsieur Cuisine da? Wir jetzt mal schön die Haferflocken hier. Okay, ich lass das mal durchgehen, weil ich meine, Timo, du bist der Profikoch. Ne? Da ein kleines Ausgleichen in der Ausstattung ist in Ordnung. Und anders als halblegal, Ralf, bin ich es ja von dir auch nicht gewöhnt. Also, das würde mich jetzt wirklich irritieren. Also ich liebe diese Pancake-Sachen. Ja? Die sind also. Machst du auch selber zu Hause viel? Viel, aber ich mache es schon mal gelegentlich, meistens zum Wochenende. Ja, das ist bei uns auch die große. Und ich habe sie früher dann gemacht, eben halt, wo die Kids noch klein waren. Da hat man das dann schon. Ja, meine Minis lieben die auch total. Sag mal, es gibt ja Pancakes, Crepes, Pfannkuchen, Eierkuchen. Wo ist jetzt hier genau der Unterschied? Der Teig ist eigentlich immer relativ identisch am Anfang. Bei den Pancakes kommt beispielsweise noch Backpulver dazu, damit die mega fluffig werden. Ah, okay. Und beispielsweise, wenn wir einen Crepe nehmen, da haben wir dann. Die erste Minute ist schon um, nur so für euch. Oh ja. Da haben wir dann. Da ist der Teig einfach ein bisschen dünner. Okay. Der Milchanteil ist höher. Mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Da Haferflocken rein. Haferflocken, Leinsamen, Banane. Guck, das sieht gut aus. Also ich muss ehrlich gesagt gestehen, bei mir sind die Pfannkuchen dann doch meistens Eierkuchen. Und ich bin sehr gespannt, ob die vegane Variante wirklich mithalten kann. Was ersetzt denn das Ei da drin dann so? In der Variante haben wir jetzt beispielsweise die Leinsamen, die das Ei ersetzen. Okay. Aber sonst Speisestärke geht genauso gut. Okay, also ich will dir jetzt keinen Druck machen, aber die Hälfte der Zeit ist gleich um, ja. Timo. Und gibt es da nicht auch noch eine Soße dazu? Die Soße? Hast du das nicht selber so ausgedacht, dass es dazu noch eine Soße gibt? Die machen wir noch gleich. Ich muss sie irgendwie kurz mal organisieren und hoffen, dass gleich alles funktioniert. Das ist jetzt aber eine sehr individuelle Pancake-Form, oder?
Naja, lieber, die werden natürlich... À la Möller, so macht man das wahrscheinlich in Hollywood, oder? Da werden die ganz kreativ gemacht dann eben halt. Und, schau mal. Okay, es sind noch 2 Minuten, Männer. Vergiss die Soße nicht, Ralf, die musst du auch noch machen. Ich glaube, ich nehme noch spontan eine halbe Banane mit rein. Die Soße ist ja hier, ist ja schon schön hier. Ach, hast du schon angesetzt? Ja, ist ja schon, die Soße ist schon hier voll. Also Schokolade und Erdnüsse erkenne ich direkt. Bin gespannt, was da noch dazu kommt. Für euch gilt natürlich sowieso, alle Rezepte, die haben wir für euch hier oben in die Infobox gepackt. Die könnt ihr natürlich alle super gut nachkochen. Sieht gut aus. Okay, die letzte Minute läuft. Ui, die letzte Minute? Ja. Und auf dem Teller dann. Und dann muss die Soße auch noch drauf. Das heißt, es muss alles schon fertig sein. Dann. Das muss alles fertig sein. Wie viele Sekunden haben wir noch? Du hast noch 30 Sekunden. Ich kann dir ja mal ein bisschen hier so den Teller. Jo, wisst ihr wohl. So. Und noch einer. Die kleinen hier. Genau. So. Und die letzten, 5, 4, 3, 2. Warte. 1. Ja. Löffel. So. Nudel. Stopp. Ja, den einen muss ich noch fertig machen. Ja. Jung. Also das war ja aber echt ein knappes Höschen. Ralf. Ja, wollen wir mal tauschen? Hm. Ich habe hier. Sehr lecker. Komm, danke, mein lieber Freund. Hier sind. Oh, einmal. Danke. Ich nehme einfach dieselbe Gabel hier. Vielen Dank. Und das für mich? Das ist für dich. Und hier, Timo, einmal. Darfst du gerne einen von meinen auch haben? Ich bin ja mal gespannt, Ralf. Ich habe sie auch schon probiert. Und jetzt probiere ich mal deine. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, das macht er öfters, glaube ich. Der kennt sich damit aus. Die sind gut. Timo sind ein bisschen weich. Man könnte ihn noch ein bisschen knuspriger haben, aber lecker. Aber wie immer entscheiden nicht wir, wer hier gewinnt, sondern jemand aus unserem Team. Ach Jana, magst du mal? Sehr gut. Hast du ein bisschen Hunger mitgebracht? Ja, total. Ich bin auch total der Pfannkuchen-Fan, also ich freue mich sehr. Sehr gut. Toll. Dann, du weißt ja, es werden jetzt Bestechungsversuche von rechts und links auf dich einpreschen. Versuch dich nur aufs Essen zu konzentrieren, okay? Okay. Ich hab von Timo noch den Pfannkuchen an dem Finger hier, so weich ist der. Probier doch mal meinen schönen Knusperin mit der Schoko und den herrlichen Blaubeeren da drauf. Die Blaubeeren, die zählen wir eigentlich nicht mit. Die waren nämlich noch gar nicht drauf. Ist aber wirklich sehr, sehr lecker. Der ist gut, ne? Finde ich auch. Also der schmeckt schon mal sehr gut, alles klar. Dann kommt jetzt die Konkurrenz. Purer Minimalismus auf dem Teller, ja. Da kommt der Sternekoch durch, ne? New Nordic Cuisine. Wo ist denn da der Pancake? Ach, da ist ja doch noch was unter dieser ganzen weichen Masse. Sein. Der muss ja fluffig sein. Ein Pancake muss quasi durch einen Windstoß weg. Was? Wie muss der? Achso, okay. Schmeckt ein bisschen bananiger. Mag sehr gerne Bananen. Also ich muss sagen, von Ralf fand ich das sehr, sehr lecker mit der Schokosoße. Aber mein Punkt geht an Timo, also weil mir das noch ein bisschen besser geschmeckt hat. Aber es war sehr, sehr knapp. Also beide top. Okay, vielen, vielen Dank, Jana. Schnapp dir einfach beide Teller hier. Guck mal, ich gebe dir den anderen auch noch mit. Ach, war das der überhaupt? Das war er, oder? Ja. Danke. Nobody knows. Vielen Dank, Jana. Ich muss wirklich sagen, mir wäre es hier echt schwer gefallen. Mir schmeckt auch der von dir wirklich sehr gut. Aber der Punkt geht an dich, Timo. Damit 5-4 in Sachen Challenge. Wie fühlt es sich an? Sehr, sehr gut. Aber ich muss sagen, es war eine enge Kiste. Erste 1,5 Minuten habe ich gedrüdelt. Habe ich wortwörtlich verkackt. Und, aber ich habe es dann wieder rausgeholt. Wahrscheinlich über den Geschmack. Ein perfekter Start. Aber ich habe jetzt schon Bock auf Mittagessen. Geht ihr mit? Auf jeden Fall. Na dann los. Ich habe ständig Foodkoma und habe das Gefühl, ich mache da was falsch. Weil auch wenn es kleine Portionen sind, klar, wenn ich mich einfach gepflegt überfressen habe, dann kommt es daher. Aber woher kommt Foodkoma? Generell einfach, wenn es zu schwer ist oder ein bisschen zu fettig, dann fühlt sich der Körper einfach da ein bisschen müde, weil der Magen muss das ja alles verarbeiten und verdauen. Und der zieht dann quasi die Energie aus dem Körper. Okay. Weniger Fett, weniger viel und trotzdem sehr, sehr lecker. Und das machen wir jetzt in Form von Wirsing Wraps, richtig? Exakt, ja. So, wie fangen wir an? Wie ist das Rezept? Timo, was machen wir zuerst? Ich würde sagen, der Ralf, der fängt jetzt gleich schon mal an damit, eine Banane zu schälen und sie in feine Stücke zu schneiden. Aber allerdings nicht zu klein. Und ich mache mir jetzt mal hier den Wirsing zum Freund. Ich schneide hier dann eben schön ein.
leicht schräg, damit wir den Strunk rausbekommen. Aber da ist immer ganz wichtig, schön aufpassen. Und hier sieht man schon, die ersten Blätter lösen sich. Schau mal, hervorragend. Kannst du auch als Salat wunderschön, ja. Schüssel nehmen oder sowas. Ja, herrlich. Ja, oder als Bowl. Ja, die auch Bowl gut. Ist hervorragend. Wie ist das denn eigentlich bei dir so als ehemaliger Mr. Universum? Wie sehr hast du da früher genau gezählt, was du gegessen hast? Hast du richtig Listen geführt? Wie genau musstest du da auf Ernährung und Sportplan achten? Ich habe so noch ein Gefühl. Ja, ich habe öfter gegessen. Ich wusste, ich muss öfter essen. Und dann habe ich im Spiegel reingeschaut. Und wenn die Bizeps größer geworden sind und ich definierter war, dann weiß ich, dann ich bin so auf dem richtigen Weg eben halt. Ne? Alles richtig gemacht. Der wird blanchiert? Der wird blanchiert, einmal ganz kurz ins Wasser gemacht. Ganz wichtig ist tatsächlich, bevor ich den ins Wasser schmeiße, einmal noch mal kurz vorher abwaschen. Ja. Weil natürlich hier kann Sand, natürlich Dreck, Erde, Schmutz Krümel. Dran sein und so weiter ja, und so klar. fort. Und da gehe ich einmal kurz ans Waschbecken, wasche ihn einmal ab. Du bist der einzige Mensch auf der Welt, der Banane öffnet, indem er es ja, mit so einem ein Beil Trick, aufschneidet. Was ist denn hier guck mal, los? Ja, das macht man hier. Einmal das Gladiator, eine, immer Gladiator. Guck mal, wie herrlich diese Banane ist, ja. Das ist der beste Kochschüler, den ich bisher hatte. Ne? Oh, das wie viele Kochschüler hattest du schon? Ach, viele, viele, viele. Okay. Also tausend. Wenn ihr inspiriert seid oder euch inspirieren lassen wollt, dann guckt gerne bei Lidl-Kochen vorbei. Schon an die 1000 vegane Gerichte mittlerweile. Und da kann man sich natürlich sehr gut inspirieren lassen. Und dieses Rezept gibt es natürlich da auch. Wir blanchieren den Wirsing. Was kommt als nächstes? Der Ralf darf mir jetzt die Banane mal hier in den Messbecher reinmachen. Ja. Da machen wir nämlich eine leckere Soße draus. Hm. Und danach... Ralf, mein Lieber, du kannst hier gleich den Tofu in schöne Streifen schneiden oder in Stifte. Und was für eine Art von Tofu? Und da oute ich mich direkt wieder als Nicht-Tofu-Fan. Was ist denn das jetzt? Das ist ein Räuchertofu. Ein Räuchertofu. Der wird über einem Buchenrauch geräuchert und hat ein ganz angenehmes Raucharoma. Ja. Ist ein bisschen fester als Naturtofu. Ralf, willst du den Job einmal übernehmen? Ja, das mache ich dann hier. Und dann nimmst du, hast du die Bananen schon mal. Yes. Zum Kleinen und ich werde die... Ich gebe dir den mal direkt rüber. Und ich würde sagen, ich gehe einmal mit dem Wirsing schon mal wieder raus. Wir haben ja vorhin schon angedeutet, dass auch Meal Prep heute ein Thema ist für uns. Was genau ist das? Kommt ja auch so ein bisschen aus dem amerikanischen, aus dem Sportbereich. Wieso ist das eine gute Idee und wieso erst recht für Menschen, die sich auch gerne pflanzlich ernähren wollen? Meal Prep bedeutet ja im Prinzip nichts anderes als vorkochen. Ja, du kannst dann halt einfach auch mal einen Tag vorplanen oder irgendwann eine ganze Woche und macht's halt beim Einkauf viel, viel einfacher. Du kannst für die ganze Woche einkaufen, zack, alles zusammen und musst nicht mehr wieder irgendwie los, nochmal losstürmen und so weiter. Ja. Und Ralf, jetzt hier genug geschnackt, wir müssen ein bisschen ranklotzen, ne? Paprika auch in schöne Streifen schneiden. Du weißt, wie das geht. Ich habe dies schon oft genug gezeigt und erklärt. Und ich werde jetzt parallel den Ingwer schälen. Da gibt's einen mega guten Trick. Wer aufgepasst hat, in einer unserer Sendungen hatten wir den Trick ja auch schon einmal. Nämlich mit dem Löffel hier die Schale runter machen. Hat den unfassbaren Vorteil, dass ich halt ganz wenige Nährstoffe, die sich direkt unter der Schale befinden, quasi wegschäle. Ja, wenn man einfach weniger abmacht, ne? Ja. Unter der Schale befindet sich halt auch mega viel Geschmack. Ja. Und der optimale Vorteil ist halt, du hast kaum Abfall. Ja. Ich bin echt gespannt, was daraus wird, weil ehrlich gesagt macht das für mich noch nicht so viel Sinn. Die Banane da im Becher, dann haben wir den Tofu, den Wirsing. Hier kommt jetzt der Ingwer das, dazu das und Paprika. Glaubst du gar nicht, was das für Proteine und Vitaminbomben sind, die wir da gleich essen. Ja. Also was passiert als nächstes? Die große schöne Disziplin. Ralf darf auch mal gerne seine rote Paprika reinmachen. Mhm. Ich mache die gelbe rein. Mhm. Knoblauch, Ingwer sind schon mit drin, ein bisschen ganz fein gehackt. Der Ralf, der kann etwas richtig Gutes, Limetten auspressen. Da hätte ich gerne eine halbe hier drin und eine halbe Limette hier drin. Ja. Der Ralf macht das so, der guckt die einfach nur an und dann schon schrumpfen mir irgendwie. Ein böser Blick, zack. Sehr gut. Ja. Stell das dir hier mal. Soll ich hier, ich halbiere es hier an dir. Also über Generationen. Mein Ur-Urgroßvater war schon ein Linettenauspresser. Mhm. Und das hat sich dann fortgesetzt bis heute. Selbstverständlich. Die Linette ist natürlich. War dein Ur-Urgroßvater auch so groß und. Der war auch so? Schon groß und stark. Ja? Ja. Guck mal, Mutaccio, ich mache jetzt die eine, du machst die andere. Ja, ja hier. Der kommt jetzt und hier rüber. Zack. Achtung. Bringt halt eine unfassbar gute Frische Wahnsinn. Mit rein. Da kommt auch neben Meal Prep noch ein anderes Thema, was einem auch gerne in den sozialen Medien viel begegnet, nämlich What I Eat in a Day. Also was ich am Tag so esse.
Ich mache das selber für mich auch, dass ich mir die Sachen immer abfotografiere, um einfach mal zu realisieren, was nehme ich denn am Tag zu mir, um einfach eine Kontrolle zu haben. Und gerade als Einsteiger, wenn du dich vegan ernährst, kannst du einfach checken, hey, okay, ich habe das gegessen, habe ich denn genug Nährstoff und Vitamine zu mir genommen und vor allem Eiweiß. Ralf, ich brauche jetzt gleich mal deine starken Hände, um die Füllung ein bisschen durchzumassieren. Mhm. Ich würze das Ganze ab und... Und du massierst? Du machst mit. Oh, toll. Lass mich normalerweise Was kommt da rein? Ich gebe da jetzt Sojasauce rein, einfach für den Geschmack. Mhm. Hab da 2 Esslöffel reingemacht, den Rest gebe ich hier rein ungefähr. Das sind auch ein bisschen mehr. Mach mal da noch mal rein, weil das darf noch mal ein bisschen Würze vertragen. Gibt noch mal so einen richtigen guten Geschmack, ja. Bisschen Salz. Oder? Und Pfeffer vielleicht dran? Ja, das gibt mega guten Geschmack. Das bringt richtigen Umami mit. Mhm. Und Ralf, mein Lieber, du darfst, aber nicht zu fest. Also es soll nicht zerbrechen. Und ich mache zeitgleich hier einmal die Erdnusssoße. Können diese zarten Finger, ja, die sind ja ganz sensible Hände. Ich wollte gerade sagen, da musst du jetzt aber ganz vorsichtig dich unter Kontrolle halten. Ja. Nicht, dass du wieder deine Superkräfte nicht im Griff hast. Und jetzt immer ganz wichtig, nachdem man ein bisschen durchgemixt hat, dann erst das Öl dazu machen. Warum nicht am Anfang? Ja, du musst dir vorstellen, das Öl bildet so einen Film um das Produkt und dann kommt die Würze gar nicht mehr ran. Ah, okay. Also erstmal aufbrechen sozusagen so ein bisschen. Exakt. Fühlt sich schon ganz anders an. Ja, es wird gleich schon sämig, geschmeidig, lecker. Ehrlich. Und Timo, ich sehe jetzt gerade, dass es das zweite Gericht heute mit Erdnüssen ist. Sind die so besonders proteinreich oder lecker, dass es genau die sind? Oder kann man das auch mit anderen machen? Ich sag mal, unter den Nüssen ist definitiv die Erdnuss das proteinreichste Produkt. Okay. Und wir schmecken sie halt auch wirklich am besten. Aber du kannst natürlich auch Mandeln oder Cashews nehmen, die haben auch richtig viel Proteine und bringen hier für die Chains richtig Cashews. Viel Power, sagen wir mal. Und ich würde sagen, ich mach mal die Soße fertig. Catch the Cashews. Und der Ralf? Der hat ja hier. Ralf, wenn man so als, entweder als sportbewusster Mensch oder als jemand, der sagt, er möchte sich einfach jetzt mal eine Weile ganz besonders gut ernähren, hast du da mal so 3 konkrete Tipps, auf die man achten kann in so einem Moment? Ja gut, viele Proteine, wenig verarbeitete Lebensmittel und ausreichend Wasser trinken. Na, tatsächlich, ist es Wasser und viel Schlaf und am nächsten Morgen sieht man so aus. Das ist wichtig, dann fühlst du dich gleich, ach, herrlich. Ja. Jetzt wären wir an dem Punkt angelangt, dass wir das Ganze füllen können. Ich würde euch einmal kurz zeigen, wie das geht. Ja, bei mir fällt ehrlich gesagt immer alles raus. Also wenn es da einen Trick gibt, dann sehr gerne. Ich zeige euch das mal. Du? Ja, also wenn ich jetzt nicht Schwimmmeister, Mr. Universum und Schauspieler geworden wäre, dann wäre ich, was? Lehrer? Bodyguard? Rapper! Okay. Gut, dass in deinen Filmen andere die Texte schreiben, aber zeig mal, was du drauf hast. Es gibt nur tolle Sachen jetzt hier zum... Aber das hat man, guck mal, einmal überlappen und dann schön roll. Dann würde ich sagen, das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Ich richte einfach mal an, damit wir gleich probieren können, weil ich habe echt schon richtig großen Hunger. Und den Dip machen wir einfach mit dazu auf den Teller. Kleines Anrichtewunder, einfach immer hier so schön drumherum. Da kommt der Sternekoch noch mal kurz durch. Man kann es halt auch nicht immer verbergen. Ne? Ja. Und kleines Gemüsebeet, wenn man da Reste vom Schneiden über hat, die nicht in den Wraps verschwunden sind. Das gibt noch mal einen schönen Kontrast auf dem Teller. Hier einmal schön die Wraps drauf. Mhm. Oh, das sieht wahnsinnig gut aus. Also wenn ihr zu Hause auch sagt, okay, her mit diesem leckeren veganen Gericht oder auch anderen, dann abonniert einfach gerne unseren YouTube-Kanal oder folgt uns auf Social Media. Ich habe mich schon mal mit Messer und Gabel befasst. Danke, meine Lieben. So, Ralf, einmal, zweimal. Ja, danke fürs Kochen, Jungs. Ne? Ja. Guten. Welcome. Also normalerweise würde ich sie in die Hand nehmen, aber mit der Soße da oben drauf ist dann doch mit Messer und Gabel besser, oder? Absolut. Mhm. 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 Soße ist auch ganz fantastisch. Sehr lecker. Ja. Schön und auch irgendwie gleichzeitig, also schon eine echte gute Mahlzeit, aber so frisch. Ja. Mhm. Was hat man nochmal hier drin gehabt alles für die Soße?
Banane, Erdnüsse, ein bisschen Sojasauce, Limettensaft, ja. Ingwer, Knoblauch. Ja, also die absolut ist Bombe. Toll. Die schmeckt bestimmt auch zu allen möglichen anderen gut. Lecker, leicht, lecker. Proteinreich. Du kannst danach gleich wieder loslegen, kannst wieder ins Gym oder weiterarbeiten. Ja, ja, also du sagst es gerade, das hier ist ja jetzt so eine leichte Nummer. Ne? Nach der ist man, glaube ich, auf jeden Fall frei von Foodkoma oder Ähnlichem. Aber unsere dritte Mahlzeit heute, die ist dann schon ja so ein richtig warmes Gericht, was man vielleicht auch eher so nach dem Training isst. Das kochen wir auch gleich, ne? Ja, richtig. Wir haben da ein unfassbar gutes Linsendal. Mm. Und Linsen sind halt so unfassbar toll. Die enthalten hochwertiges Eiweiß und haben roundabout, je nach Linsensorte, 25 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm Linsen. Und Ralf, kleine Schätzfrage. Von 9 essentiellen Aminosäuren, wie viel denkst du, enthalten Linsen? Ich habe es mal gelesen, es ist also eine, sind einige. Also ich gehe mal mit meiner Glückszahl 7. Ja, hast du hier im Pokal gewonnen. Ja, definitiv toll. Richtig, ja. Unser leckeres Hauptgericht besteht aus einem unfassbar tollen Linsensaal. Da machen wir Brokkoli rein, Quinoa dazu und leckere, mega geile Tofu-Chunks. Tofu-Chunks? Ja, okay. So ein bisschen zerrupft, ein bisschen gröber. Es soll eventuell ein bisschen an ein Imitat erinnern, aber Tofu-Chunks, das hört sich schon besser an. Ich habe den Quinoa ausgesucht, weil der im Gegensatz zu herkömmlichen Getreide viel mehr Eiweiß hat. Hat 14 Gramm Proteine auf 100 Gramm. Es ist halt mega gut verdaulich, er ist nicht so schwer und er lässt den Blutzuckerspiegel nicht so nach oben schießen. Dadurch hält es halt auch viel länger satt. Okay. Und ich würde einfach sagen, wir beginnen jetzt einfach mal direkt. Und ich bräuchte den Ralf an meiner Seite, weil wir haben den Tofu über Nacht eingefroren. Nein. Auftauen lassen und jetzt müssen wir den ein bisschen drücken. Okay. Ausdrücken tut man exakt aus dem Grund, weil er dann eben das Wasser verliert und er die Marinade optimal aufnimmt, wie so ein Schwamm. Der saugt sich dann voll mit der Marinade, mit den Gewürzen und so weiter. Machen wir hier einmal los. Ein Tofu. Ja. Und dann mit der ganzen Hand sanft drücken, so einen leichten Druck. Ich kann auch Johanna da draufsetzen. Oder auch nicht. Ja, perfekt. Oh ja, sieht aber toll aus. Da haben wir jetzt gerade Flüssigkeit rausgepresst. Warum genau? Damit der Tofu gleich, wenn wir den zerrupft haben und marinieren, die Gewürze viel besser aufnimmt. Der hat hier eine mega coole Textur. Okay, und die jetzt einfach so in so größere Chunks da rein. Ja. Und dann gibt es eine Marinade dafür. Exakt, da brauche ich gleich noch eine wundervolle Schüssel. Schalotten, ich habe dir die schon mal geschält, weil den Job, ich habe den einfach schon mal im Vorfeld übernommen. Ja, perfekt. Ich gebe dir mal rüber an deinen Platz, damit ich hier auch noch ein bisschen was schnibbeln kann. Die Knoblauchzehen mit ungefähr genauso schneiden. Ist was Schöneres als eine Knoblauchzehe. Sag mal, was machen wir jetzt? Jana, magst du mir einmal den Ingwer noch reichen? Dann kann ich den auch klein schnibbeln. Das ist, ich habe auch schon wieder vorbereitet, ein bisschen geschält. Ja. Ingwer dazu, auch schön fein hacken. Ich mache weiter mit der Zucchini. Ich habe die vorhin im Vorfeld auch schon mal gewaschen, halbieren. Und dann eben auch schön fein würfeln. Hast du eigentlich auch früher schon so viel Linsen gegessen, weil die so gesund sind? Du, mir haben sie ganz einfach geschmeckt. Und Mutter hat die auch immer toll gemacht, so bisschen noch ein bisschen Essig und so weiter rein, Linsensuppe. Und ich habe viel Linsen gegessen. Ich esse auch noch heute gerne Linsen. Aber da wusste ich oder war mir noch nicht so bewusst, wie viel Proteine da überhaupt drin sind halt. Ja. Ich würde sagen, wir legen jetzt schon mal los hier mit dem Linsendal. Ich habe dafür den Brokkoli in Rüsen geschnitten, habe den Strunk geschält und auch in Würfel geschnitten, Zucchini gewürfelt, die Schalotte und den Ingwer. Jetzt machen wir weiter hier mit dem Tofu. Ich habe schon mal den Ofen auf 180 Grad ungefähr vorgeheizt und mache den Tofu jetzt hier vorsichtig in die Schüssel und würze das Ganze mit Kreuzkümmel, Knoblauch, da können wir noch dazu machen, Salz natürlich. Ne? Knoblauch kommt hier. Ralf schneidet weiterhin schön Knoblauch, ja? Nee, das ist immer genug. Na, du hast auch Knoblauch gesagt, aber meintest du jetzt frischen Knoblauch oder meinst du jetzt Knoblauch gewürzt? Nehmen wir in dem Fall granuliert, einfach weil es sich schön gut verteilt. Mal ein bisschen den Knoblauch. Ja, stellen wir einmal hier hin, perfekt. Salz und Pfeffer dran. Ich bräuchte einmal von dir einmal die Speisestärke. Die hier wahrscheinlich, ne? Ja. Damit wir da auch einen schönen Crunch reinbekommen gleich, machen wir das zu und ich kann ein bisschen Öl dazu noch geben und dann einmal vorsichtig umrühren.
Erinnert mich irgendwie. Riecht mal dran, es riecht auch schon echt schön nach Indien. Oh ja, das riecht super. Mega würzig. Essen. Ja. Cool. Und ich habe schon mein Backblech vorbereitet, machen wir das Kleine gleich drauf und schieben es dann einfach in den Ofen. Okay. So, voilà. Genau. Einfach rein, drauf, großzügig verteilen. So, wir hauen die Kollegen hier jetzt mal in den Ofen. Mhm. Ja. Sag mal, wie lange muss das da brutzeln? Roundabout 25 Minuten und nicht vergessen, zwischendurch einmal wenden. Und jetzt kommen wir hier zu dem absoluten Highlight, mein Highlight, weil ich es liebe, Linsendal. Ich habe da schon mal Öl in den Topf gemacht, in dem Fall ein Olivenöl zum Braten, aber es geht natürlich auch um Kokosfett. Und ich mache es immer ganz gerne so, dass ich Linsen in den Topf gebe und schon mal mit anröste. Man kann es auch andersrum machen, dass man erst die Zwiebeln dazu gibt und dann die Linsen. Ja. Aber ich finde, wenn man die schön anröstet mit den Gewürzen, dann gibt es noch viel, viel besseres Aroma. So, guck mal, wie sie in der Pfanne tanzen. Oh. Geht ja ruckzuck. So muss das. Ohne Curry kein Dal. Einmal hier schön Gewürze dazu. Und da auch so ein bisschen, ich sag mal, freie Schnauze, worauf man einfach mehr Lust hat. Curry auf jeden Fall. Die Königin der Kochrezepte ist die Fantasie. Fantasie, ja. Genau, ja. Und je nach Gusto, wenn mir beispielsweise Kreuzkümmel halt nicht schmeckt, was auch immer, dann lasse ich es raus. Ralf, meine Leute, hier einmal die Zwiebeln dazu. Knoblauch auch schon. Knoblauch etwas später, weil der verbrennt. Und dann wird er bitter. Das ist ganz, ganz wichtig. Also kein Knoblauch. Genau. Achtung, ich teile mal hier. Ja, ja. So. Ich habe tatsächlich Linsendal kochen in Sri Lanka gelernt. Da war ich in so einer kleinen Strandbude und habe gedacht, so, Mensch, ich frage da mal einfach nach, so, ob die mir es zeigen können. Und da hat mir der Papa der Familie quasi das Linsendal kochen beigebracht. Und immer wenn ich Linsendal koche zu Hause. Also kommt das aus Sri Lanka? Dieses Red App auf jeden Fall. Und hey, by the way, also. Oh. Ja. Ein Traum. Richtig lecker. Ja, toll. Ralf, jetzt können wir Knoblauch dazu machen. Dann Ingwer machen wir auch gleich ein bisschen mit dazu. Mhm. Ralf, so. Während der Timo dann noch am Herd fleißig ist, wir fragen ja gerne unsere Zuschauer auf Insta, ob sie denn Fragen an euch haben, sodass nicht nur ich meine loswerde, sondern auch ihr da draußen. Und so hat zum Beispiel Resa uns geschrieben, haben sich deine Muskeln und deine Leistungsfähigkeit verändert, seit du dich vegan ernährst? Klar habe ich früher auch Muskeln aufgebaut, aber die Muskulatur ist jetzt, kommt mir vor, wesentlich irgendwo geschmeidiger. Also es ist mehr, man stellt schon Veränderungen fest. Wie gesagt, wenn man auf tierische Produkte verzichtet, dann merkt man das auch. Das heißt, Resa, können wir sagen, die Leistungsfähigkeit hat sich eigentlich nicht verändert. Wenn dann fühlst also du positiv, dich, ja. Ich fühle mich, ich habe mehr Energien jetzt. Okay. Ralf, mein Sunnyboy, ja. Du könntest mir mal den Quinoa und das Klarenwasser ausspülen. Ja. Hat folgenden Vorteil, dass wir die Bitterstoffe rausspülen. Und danach wird dann ungefähr 13 Minuten gekocht in der Gemüsebrühe. Hier, schau mal, Quinoa nicht vergessen. Ja. Machen wir einmal hier rein und einmal schön unter klarem Wasser ausspülen. Ich rühre hier nochmal um. So, Quinoa ist ausgespült. Das Ganze jetzt in den Topf packen. Sieht machen wir wieder zur Seite. Wasser oder Gemüsebrühe? Ich nehme immer Gemüsebrühe, weil es einfach schon echt gut schmeckt. Ja. Und das Ganze wird dann ungefähr 13 Minuten jetzt gekocht. Perfekt aufgegangen. Sieht schön locker aus. Ja. Wichtig ist dann immer nochmal mit einer Gabel ein bisschen durchgehen. Falls es irgendwie ein bisschen fester zusammenhängen würde, dass wir den schön auflockern. Ja, das Wasser ist weg und es sieht aber trotzdem irgendwie noch schön saftig und klumpig aus. Ne? Das ist mega, mega toll. Das gefällt mir richtig gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen stolz auf mich selbst. Toll, ja, toll. Sehr gut, Timo. Wir sind jetzt ganz kurz davor, dass wir anrichten können. Hier, das Dahl ist fertig gegart. Kurz bevor ich anrichte, gebe ich noch mal ein bisschen Limettensaft und Koriander rein. Okay. Das kann man auch schon früher machen. Aber ich liebe es, wenn die Limette und der Koriander das absolute pure Aroma haben. Deswegen gebe ich das ganz am Ende dazu. Okay. Und lass noch ein bisschen was über, falls wir noch etwas drüber machen wollen. Ich richte an. So, das da hier einmal. So, Ralf, du hast großen Hunger. Ebola. Und dann den Quinoa dazu. Oben drauf.
Und für die absolute Frische, Mimondo, Sojoghurt, hammergut. Bringt so einen absoluten Frische-Kick nochmal mit. Dann würde ich sagen hier, ein bisschen Koriander obendrauf. Ich probiere mal von dir ein bisschen. Du kannst deinen eigenen Teller haben. Dann mach mal den Tofu rauf. Der darf eh obendrauf, oder? Das war auch der Plan. Der kommt obendrauf. So, dann jetzt guten Appetit. Guten Hunger. Danke fürs Kochen. Mm. Schönes, knackiges Gemüse, ne? Mhm. Aber der Tofu, der ist ja super knusprig. I love it. Ein Genuss. Ganz toll. Johanna, das haben wir vorhin gemacht, ne? Richtig gut. Also vor allem ihr beiden hier, vielen, vielen Dank fürs Kochen und vielen Dank auch fürs Schwärmen. Ich verliebe mich in jeder Sendung ein bisschen mehr. Das kommt natürlich auch, wenn man bei euch so das Herzblut spürt. Es macht viel Spaß, mit euch zu kochen und mit euch ein bisschen mehr in diese vegane Welt einzutauchen. Ich nehme wieder viel mit von heute. Das Meal Prep und What I Eat in a Day, nicht nur reine Trends, sondern absolut auch hilfreiche Tools sein können auf dem Weg. Ja. Und dass man vielleicht gar nicht so genau Kalorien und Proteine zählen muss. Also vielen Dank, toll, Jungs, toll, für heute. Das war es auch schon für uns. Ich hoffe, wir konnten euch zu Hause auch inspirieren. Alle Rezepte gibt es natürlich unter lidl-kochen.de und hier oben in der Infobox findet ihr auch alles Wichtige. Und ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Ralf holt direkt schon mal einen Nachschlag. Und ja, dann geht es übrigens um ein anderes sehr gehyptes Thema, um Bowls. Wie man die sich selbst perfekt individuell zusammenstellt, das erzählen wir euch dann. Bis dahin, macht's gut und einen ganz schönen, hoffentlich sehr leckeren Tag euch. Bis dann, tschö. Wollt ihr noch mehr vegane Rezepte kennenlernen? Dann schaut euch einfach die anderen Videos unseres veganen Kochstudios an und abonniert unseren Kanal.